Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema, was will ich eigentlich? Und besonders, wie kannst du herausfinden, was du eigentlich willst? Ich selbst habe die letzten Wochen, Monate oft überlegt, so was will ich eigentlich, weil ich immer Down-Phasen hatte und dann hat mich irgendjemand gefragt, ja Daniel, was macht dich eigentlich glücklich oder was willst du eigentlich? Und dann habe ich mir natürlich Mittel und Wege überlegt, wie ich das überhaupt herausfinden kann, weil wenn ich es nicht auf Anhieb weiß, dann muss ich ja irgendwie etwas tun, damit ich es herausfinde. Und mit diesen drei Tipps, auf die ich dann gestoßen bin, möchte ich euch heute in diesem Video weiterhelfen. Also, wer von euch nicht genau weiß manchmal, was er eigentlich will, bleibt dran. Tipp Nummer 1, eigentlich so simpel. Vertraue deinem Bauch. Unser Körper sagt uns manchmal schon ganz schön gut, was wir eigentlich machen sollen, was wir nicht machen sollen. Wenn du zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch hast für einen Job, den du vielleicht eigentlich gar nicht haben willst, dann wirst du schon in deinem Körper dafür deine Signale spüren, dass du das eigentlich in Wirklichkeit gar nicht willst. Doch wir werden oft darauf trainiert, unser Bauchgefühl einfach zu ignorieren, weil es dann vielleicht ein guter Job ist, ein gut bezahlter Job oder ein sicherer Job von irgendeiner Berufsgruppe, die eigentlich immer gebraucht wird. Und wir werden so ein bisschen darauf erzogen und getrimmt, dass wir nicht mehr auf unser Bauchgefühl hören, sondern auf das hören, was angeblich gut ist, was die Gesellschaft für gut empfindet. Und manchmal hat das aber gar nichts mit uns selber zu tun. Ich selber hatte ein gutes Beispiel dafür. Früher im Studium ging es mir körperlich irgendwann so schlecht, weil ich einfach ein halbes oder dreiviertel Jahr fast immer das getan habe, was ich eigentlich gar nicht tun möchte. Und am Ende habe ich körperlich dafür die Quittung bekommen und war damals zu blöd, um darauf zu hören, was ich eigentlich will. Und ganz, ganz oft, wenn wir uns zu lange gegen unsere Gefühle wehren und gegen das, was unser Bauchgefühl uns eigentlich sagt, merken wir ganz schön schnell auch die körperlichen Beschwerden. Und deswegen ist mein Tipp Nummer 1 für dich, da draußen, hör mal auf deinen Körper und hör auf die Signale, die er dir gibt. Denn wer soll es besser wissen als dein eigener Körper? Allgemein, niemand anders außer dir selbst ist der Experte für dein Leben. Keiner kann dir sagen, was du möchtest, sondern du bist der Experte für dein eigenes Leben. Tipp Nummer 2, bleib unbedingt aufmerksam und halt die Augen offen. Weil wenn du immer nur das Gleiche tust, dann kannst du vielleicht gar nicht herausfinden, was du eigentlich willst. Das heißt, wenn du nicht mehr neugierig bist, sondern immer nur in deinem Alltagstrott drin bleibst, nichts mehr Neues ausprobierst, dann verpasst du vielleicht etwas, was du dann eigentlich vielleicht doch willst. Und wenn dir das Ganze dann entgeht, dann kann man dir auch nicht mehr helfen, weil dann hast du es noch nie getestet. Vielleicht gibt es Dinge da draußen, die du noch niemals ausprobiert hast und die dir mega gut gefallen würden, wenn du sie mal ausprobierst. Aber oft traut man sich dann nicht aus Gründen wie, ja, vielleicht kann ich das eh nicht. Oder was denken meine Freunde? Was denkt meine Familie? Ich kann das nicht, weil. Und desto länger man drüber nachdenkt, desto mehr Gründe fallen dir ein, warum du das Ganze nicht tun kannst. Deswegen, bleib neugierig, aufmerksam, schau, was da draußen in der Welt ist und probier auch mal Dinge aus, ohne zu lange zu überlegen. Probier die Dinge aus, finde heraus, ob sie dir gefallen oder nicht. Und auch so kannst du herausfinden, was du eigentlich willst. Und der letzte Tipp hat mir am allermeisten geholfen. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, was ich nicht will. Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann wissen wir Menschen dennoch oft, was wir nicht wollen. Wir sind sowieso darauf getrimmt, immer das Negative zu sehen. Und das können wir uns in diesem Fall ausnahmsweise mal zu Nutzen machen. Und einfach mal niederschreiben, was wir nicht wollen. Praktisch wie ein Ausschlusskriterium für das, was wir dann wollen. Und am Ende bleibt das übrig, was du wirklich willst.
Oder vielleicht hast du zumindest einen kleinen Leitfaden dahin, was du willst. Und es fällt dir dann leichter, dich zu entscheiden. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und dem ein oder anderen einen kleinen Tipp geben und deinen Weg zeigen, wie du vielleicht da draußen dann herausfinden kannst, was du möchtest. Würde mich super über ein Abo freuen, Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr Tipps habt, wie man herausfinden kann, was man will, schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann kann man das nächste Mal mit aufnehmen. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.